Willkommen zurück, liebe Freunde, in der Welt von Baldur's Gate 3. Wir sind wieder da. Letzte Folge war ein klein bisschen kürzer. Sorry dafür. Aber wir hatten wieder einen wunderbaren Cliffhanger-Point, denn heute geht es in die wunderbare Höhle des Eulenbärs. Und das sind hier sehr, sehr große Spuren auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir gegen ihn kämpfen müssen und wenn ja, wie stark er sein wird. Wir gehen aber einfach mal rein, um zu gucken, was da so Schönes drin ist. Aus irgendeinem Grund muss ich gerade so an diese Trollhöhlen aus Valheim denken. Was ist das? Das ist eine sehr große Höhle. Da ist eine Pike. Ein ausgeweilter Goblin. Noch sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Ich nehme mal hier die Pike mit. Skelett hat nichts. Ausgeweilter Goblin. Das stinkt. Dead owlbear prey, no doubt. Leerer Stein. Warum auch immer ich diesen einen Stein mitnehmen kann. Unten ist noch was. Weiß halt, ich bin ein bisschen vorsichtig gerade, weil ich nicht weiß. Okay, der Eulenbär, die Spuren gehen hier lang. Das heißt, wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir wahrscheinlich nicht zu diesem Eulenbär. Alter, wie groß ist denn diese Höhle, bitte? So, geht da runter. Danke. Saluna Statue. It is stinking cave. Hardly a place of honor. Okay, oh Alter, hier sind aber viele Sachen. Natürlich. Alles schlägt hier fehl. Trank des Sprechens mit Tieren. A wizard sealed this chest. Wasn't an amateur either. Okay, dann Heiltrank, Weihrauch. Ich nehme mal hier alles mit, ne? Der Krieg zwischen Selun und Scham. Ja, wieder ein bisschen lesen. Naja, ein bisschen ist gut. Staubiger Foliant über den Konflikt zwischen den Schwestergöttinnen Selun und Shah, nachdem Selun die Sonne entzündet und mit Licht und Wärme Leben im Universum möglich gemacht hatte. Na gut. Schriftrolle Gedanken wahrnehmen, nehmen wir auch mit. Noch ein bisschen Weihrauch. Noch mehr Weihrauch. Da ist noch ein Kelch. So, und eine vergoldete Truhe. Seluns Siegel. Thing won't yield its contents easily. Alter, was? Wow. Kann ich die vielleicht mitnehmen? Oh, gut, ich darf die hier nicht anfassen. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie aufkriegen soll. Habe ich irgendeine Schriftrolle dafür? Brennende Hände. Das wird uns bestimmt helfen. Schutz vor Gut und Böse. Schwächestrahl. Gedanken wahrnehmen. Magierüstung. Hexenpfeil. Schmieren. Trank des Sprechens mit Tieren. Du verstehst bis zur nächsten langen Rastierung und kannst verbal mit ihnen kommunizieren. Der Giftresistrank der Geschwindigkeit, Elixier der Rindenhaut, grenzenloser Fokus. Wir haben aber nichts, was uns in irgendeiner Form jetzt weiterhelfen könnte. Trank des Federfalls, Schaufel. Naja, nicht wirklich, ne? Ich kann zwar mal gucken. Hat sie irgendetwas? Untote vertreiben, irgendein Zauber oder sowas? Spurloses Gehen, Gebet der Heilung. Person bezaubern, Selbstverklären befehlen, Abbild beschwören. Das hilft uns alles nicht weiter. Segnen, Schau, Genesung. Irgendwie so magische Schlösser deaktivieren. Schlag mich tot, aber. Warte, was hatte sie denn noch in der Schriftrolle? Gedanken wahrnehmen. Gut, Gale vielleicht? Nebelschritte, unsichtbares Sehen, Schlafen, Donnerwoge, Umwerfen, Arkane Erholung. Außerhalb von Kämpfen kannst du Zauberplätze regenerieren. What? Kältestrahl,
Verbesserte einfache Illusion. Nein, nothing. Nothing else matter. So that's progress. Okay, wir merken uns, dass hier diese Truhe steht. Vielleicht können wir sie später aufmachen. Schwerer Stein. Oh. Ich habe gesehen, dass mich hier irgendwas sieht. What? Oh my goodness. Okay, weißt du was? Ich speichere zur Sicherheit einmal. Einfach nur, falls wir jetzt alle sterben sollten. Ich will nämlich mal was ausprobieren. Diesen Trank hier. Mit Tieren sprechen. Ich weiß nicht, ob der uns direkt angreift. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear. Its beaked face looming out of the darkness. Ich bezweifle, dass wir den besiegen können. What's this? Something weak. Something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. Dir steckt ein halber Speer. Du bist verletzt. In deinem Kopf steckt noch ein halber Speer. It's a splinter. I've got a bigger threat than you with worse. Nein, ich will sein Junges gar nicht töten. Lass mich einfach gehen. Ich will deinen kleinen nichts. Ich würde dich in dir einfach in ein Nest eindringen. Das war nur ein Fehler. Ich probier's mal. Ich hätte mir zugetraut, dass ich das sogar verkacke. A mistake that would cost you your life if you posed any real danger. You can go, but you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Ayun ist inspiriert. Oh, das ist ein kleines Baby-Eulenbärchen. Oh mein Gott. Naja, gut. Ich meine, wir können ihn nicht besiegen. Erstmal ist es eine Mutter, das nur ihr Kind verteidigt. Was wären wir denn für einen Held, wenn wir einem Kind seine Mutter nehmen würden? Wir können ja jetzt gerade mit Tieren sprechen, ne? Ich glaube, wir sind hier sonst soweit fertig. Ich gehe mal wieder raus. Wir können ja nochmal zu Kratzer gehen und gucken, ob wir mit ihm reden können. Der war ja direkt hier oben. Oh mein Gott. Also man kann mit Sicherheit gegen den Eulenbären kämpfen. Ich glaube, man kann ihn auch besiegen, aber ich wette, der macht mehr als nur 2 Damage pro Angriff. Hey, Kratzer. Go on. If he doesn't wait. I'll find you. Okay. Oh, ich mag Kratzer. Ich bin ja mehr der Katzenmensch, das wisst ihr. Aber Kratzer ist toll. Den mag ich. Okay, ich guck nochmal eben hier oben, ob hier noch was gewesen ist. Da sind wir im Ursprung mal hochgekommen. Schurkenmeuchel, Wermut. Okay, das ist hier quasi der Hauptweg wieder. Hallo, ich möchte hier, wo ist denn die Schurkenmeuchel? I've known people who are hungry for power, but Gale takes it a bit too literally for my liking. I wonder how he does it. Why he does it. I'm sure all will be revealed in time, but I don't like it. A waste of perfectly good treasure. Okay. Ich will eigentlich nur die Sachen hier looten. Wermut. Schurkenmorchel. Hier eine Schurkenmorchel. Okay, wir sind hier auf dem Weg. Wir könnten mal eben den Weg zurückgehen. Hier das nehme ich noch mit. Looks like an ambush. A clumsy one. Alles klar, hier sind also Gegner. Wenn du Gegner angreifst, solange du versteckt bist, überraschst du sie.
Okay, da habe ich zu schnell mehr lesen können. Aber alles gut. Da ist nichts drin. Ich könnte die Rucksäcke natürlich jetzt auch wieder mitnehmen, aber ganz ehrlich. Dead travelers. Were they heading to the Druid's throat? Okay, was ist das? Goblin-Gemälde. Kindliche Kohlzeichnung dreier Strichmännchen. Okay. Bullywug-Trompete. Alchemistische Zutat. Okay. Oder Abenteurer. Was sie alle dabei haben. Heiltrank, Dolch, Fallminze. Aha. Und Diebeswerkzeug. Fallenentschärferwerkzeug. Mhm. Schriftrolle, Eismesser, Knochenkälte, Kammstab, Lederrüstung. Hier vielleicht noch was drin. Oh, ein bisschen was, ein bisschen Nahrung, das ist immer gut. Eine Zucchini. Schöpfkelle, Hammer. Die was? Die unmöglichen, aber wahren Abenteuer des Tennebrooks Morgig Band 2. Das will ich lesen. Ein Auszug aus die unmöglichen, aber wahren Abenteuer des Tennebrook Morgig, ein Schund- und Fortsetzungsroman, der die tatsächlichen Erlebnisse des Kapitäns eines interplanaren Schiffs erzählt. Kapitän Morgig hat in Wahrheit ihre Heimatstadt Tiefwasser nie verlassen. Okay, ist eine Frau, okay. Aus ihrem Zimmer im gähnenden Portal kommt sie nur, um niedergekritzelte Manuskripte gegen Essen und neue Tinte einzutauschen. Und so kamen wir im Licht der niemals untergehenden Sonne Feywilds ins Land der Eladrin. Mein fester Entschluss, ihre Wälder zu umsegeln, war zerschlagen. Mir schien, der Fluss selbst hatte sich verschworen, seinen Lauf zu verändern. Er wollte die junge Braut wohl in den Schatten der Bäume bringen, auf dass ich diese tanzenden Gestalten aus der Nähe betrachten konnte. Diese tanzenden Gestalten, steht da. Die Gestalt der Eladrin, mit denen ich inzwischen bestens vertraut bin, gleicht der von Elfen in einem Fiebertraum. Schlank wie Zauberstäbe und mit Haaren in allen erdenklichen Farben. Ihre Launen spiegeln die Feenwildnis wider, aus der sie stammen. Eben noch sind sie so sanft wie ein stiller Teich, im nächsten Augenblick so unerbittlich und tödlich wie ein herabstürzender Berg. Letzteres erlebte ich erst, nachdem ich schon viele angenehme Stunden vielleicht Jahreszeiten unter ihnen verbracht hatte. Eine Halblingfrau, die in meiner Besatzung als Schmiedin arbeitete, wagte es, ihre Stimme im Gesang über unserer Gastgeber zu erheben. Wie schwer diese Beleidigung wog, zeigte sich, als der gesamte Wald urplötzlich in ein tiefes Schweigen verfiel. Nur durch meine Geistesgegenwart konnten wir uns auf einen Kompromiss einigen. Als wir aufbrachen, taten wir das ohne unsere Schmiedin. Das einzige Geräusch war das einsame Schlagen ihres Hammers. Sie bemühte sich, eine Klinge zu schmieden, die für die Eladrin noch schöner singen sollte, als sie es getan hatte. Seitdem sind einige Jahrhunderte vergangen. Ich hoffe, es ist ihr inzwischen gelungen. Okay. Interessant. Ich mag solche Geschichten. Löffel, Teller, Schaufel, okay. War wahrscheinlich hier ein fahrendes Restaurant gewesen. Hier hinten noch. Dann hier Sack Kartoffeln oder was das ist. Ein Jute-Sack. Mit Kartoffeln drin, nice. Noch cooler wäre es, wenn die jetzt hier weg wären, aber die gehören halt zur Textur. Na gut, wir sind wieder hier. Alles klar. Wir konnten, glaube ich, hier unten aber noch weiterlaufen. Ich muss immer einen kleinen Bogen machen, damit ich nicht wieder durch diese komischen Schlingpflanzen laufe. Quasi hier weiter geradeaus, genau. Ob da noch was kommt. Hier ist nichts. Hier ist nur Wasser. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Schild aus Holzresten. Oh. Geborster Gedankenschinderkapsel. An empty mind flayer vessel. If its occupant survived, then nowhere to be seen. Ist das vielleicht gerade ein Hinweis darauf, was uns hier erwartet? Aber auf der anderen Seite ist hier auch das Gelände zu Ende. Wir können hier gar nicht weiterlaufen.
Na gut. Wenn das hier alles ist. Wow, hat sich jetzt richtig gelohnt noch. Aber gut, die Erkenntnis ist das, was zählt, Freunde. Kann ich ja nicht hier noch was machen? Gibt es hier irgendwas? Da ist noch was drin. Ein Humpen. Und da ist noch eine Schöpfkelle. Oder Holzlöffel. Da ist noch ein Holzlöffel. Nehme ich einfach mal mit. Muss ja hier nicht im Wasser rumliegen. Alright. Also, wir haben verschiedene Optionen. Wir können hier vorne in die Stadt gehen, wo wir höchstwahrscheinlich angegriffen werden. So, I guess. Mhm, mhm. Toter Tiefling, den habe ich doch schon gelootet, oder? Habe ich noch nicht? Okay. Krass. Ich weiß aber nicht, was da ist, was uns angreift. Das ist so das Ding. Ich kann da nicht reingucken. Also Goblins werden es ja nicht sein, weil sonst werden hier keine toten Goblins liegen, denke ich mal. Wir können aber auch noch hier lang gehen. Mal gucken, was hier noch ist. Knochenkappe. Vitriol aus Knochenkappe. Da ist, glaube ich, noch irgendwas für... Bienenstock öffnen. Ist das gut? Eingestützter Bau. Auch nichts drin. Warte mal. Wir hatten doch vorhin schon mal so eine Honigwabe gesehen. Die habe ich aber nicht gelootet. Ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt total überflüssig. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt spurte? Okay, das bringt überhaupt nichts. Irgendwo war nämlich hier auch nochmal eine Honigwabe. Hier konnten wir hoch. Vielleicht wäre das sogar besser. Okay, ich hatte so ein bisschen Angst, dass uns dann Bienen angreifen. Also, wenn wir in die Stadt gehen, merken wir uns, wir gehen hier hoch. Da fliegt irgendwas. Weil ich glaube, das ist besser, als einfach so durch den Vordereingang reinzukommen. So. Mit Tieren sprechen. Das ist schon ganz cool, ehrlich gesagt. Eine Schurkenmorchel. That might be worth a look. Hä? Was ist das? Ein Bau? Oh, drei Rucksäcke? Ah ne, ein Rucksack, da sind mit drei Sachen drin. Warte mal, öffnen. 114 Gold, Silberbarren, sengender Strahl. Ja, geil. Der Rucksack kann ja ruhig drin bleiben, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, alle haben, bei allen ist Wahrnehmung fehlgeschlagen. Was haben wir hier noch? Nichts. Wow. Doch so viel. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so dieses Erkunden einfach so in der Welt und so, ich mag das auch. Das ist halt nicht so actiongeladen, aber es ist halt, ja, es gehört mir irgendwie mit dazu, ne? Wir laufen quasi hier um die Stadt drumherum. Da sind Goblins. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Und da sind wieder Menschen. Warte mal, kann ich den Wermut noch schnell mitnehmen? Wir werden bestimmt gleich wieder in eine Konversation verwickelt. Sonnenbeschienene Sümpfe. Okay, das ist eine komplett neue Area. Ich lasse die gerade mal, weil das halt eine neue Area ist. Deswegen, da will ich noch nicht hin.
Nicht, dass wir dann nachher irgendwie wieder eine Questreihe freischalten und überleben viel schneller. Das seid ja eigentlich alles für Dullis. Okay. Ja, da sind Goblins. Was haben wir hier? Also, solange ich im Wald bin, erkunde ich noch weiter. Aber die sonnenbeschienenen Sümpfe würde ich ganz gerne außen vor lassen noch. Wermut. Geht's hier noch hin? Hier ist erstmal nichts. Okay, da kommen wir wieder auf die Hauptstraße. Also es könnte sein, dass das hier der Ort ist, dass es eine Goblinstadt ist. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, was uns hier alles erwartet. Wir könnten natürlich auch... Ah Mann, ich hasse es, dass ich mal... Ganz ehrlich, kann ich da nicht einfach hochgucken? Das ist doch Käse. Hier sind auch Ruinen. Geht's hier lang? Da ist noch Wermut. Das Schöne ist, wir sehen halt quasi, wo Gegner immer hingucken. So, hier hinten vielleicht noch was. Nochmal Wermut. Ganze Flora und Fauna hier looten. Ah. Ja, da würde ich sagen, hol ich doch mal mein Schäufelchen raus, Freunde. Das mit dem Looten ist immer so schwierig. Verschwimmen. Was? Verschwimmen? Okay. Mit Toten sprechen. Hypnotische Muster. Interessant. Ich frage mich, ob ich die Schriftrollen generell mal Gale geben soll. So, dann lass mal gucken. Also, ich möchte nicht in die Stadt. Da kommt irgendjemand. Ich will aber gerne den Wermut looten. Der ist weggegangen. Schnell. Gut, da kommen wir also quasi von hinten in die Stadt. Alles klar. Gut, gut. Es ist aber keine so große Stadt tatsächlich. Also wir können sie relativ easy umrunden. Hier gehen wir wahrscheinlich auch rein. Also das, die Wege werden zusammenlaufen. Okay. Wir haben ja diesen einen Ort gefunden, wo wir de facto hochklettern können. Ich frage mich, ob Sasa hier irgendwo ist. Einfach mal. Ja, euch mache ich später nochmal irgendwann. Also, wir gehen einfach mal hinten rein, würde ich sagen. Über diesen kleinen Krabbelweg. Das erscheint mir noch am sichersten zu sein. So, an sich sind wir noch relativ gut bei Hells. Das muss aber nichts heißen. So, hier. Zerstörtes Dorf. Okay, was hast du, Gale? Auch nicht schon wieder. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. I know we have other things on our mind, but please do not neglect my request. It is most, most urgent. Der wird doch immer grau, wenn das passiert, ne? Das Problem ist, ich habe momentan nichts, Gale. Das tut mir halt sehr leid, aber ich kann dir halt de facto gerade nichts geben. Gedankenschöner Parasit. Kannst du den nicht aufsaugen? Ich höre irgendein
Ist das der da vorne? Warte mal. Weapon diagrams. Some blacksmith's passion project from the looks of it. Dünner Grottenschrat. Rough. A work in progress, surely. Steckt schlecht. Keep your distance, darling. Asarion. Time for discretion. Das machst du. Raffiniert? Nee. Hinterhältiger Angriff, Nahkampf. Alter! Der hat ihn gewonnen, hittet einfach. Aha. Morgenstern, Wurfspeer, Wurfspeer, Smartphone. Hella. Nehmen wir einfach mal hier alles mit. Kiste. Hm. Feuerwasser. Ich will keinen Taschendiebstahl bei Feuer, Schattenherz machen. Aber normal geht wieder. So, Standfackel, nein. Würziger Waldknochen. Blechtasse. Ob auch immer jemand draufblättert. Looks empty. Okay. Auch leer. Ist da? Looks empty. Oh, was liegt da? Alter Fisch. Ich nehme trotzdem mit. Schaufel. Holzkiste mit einem Achat drin. Noch eine Schaufel. Ich nehme alles mit. Schubkarre. Die könnte ich bewegen. Noch ein Fass. Hallo? Wenn ich das... Doch, ich wollte schon sagen, ich kann mit dem Fass nicht interagieren. Nun gut, Be cautious. Da sind noch Sachen, die da liegen. Also, was haben wir hier? Verblichene Anweisungen. Verblichene Blaupausen. Auch eine Pfeife. Und ein Bücherstapel ist hier noch. Mit dem Bücherstapel nicht interagieren. Schade. Eine Kiste. Aber nichts drin. Schwerer Schlüssel. Oh. Sehr gut. Wie gesagt, vorsichtig sein. Skelett. Ich weiß halt immer nicht, ob die wieder aufstehen. Deswegen erstmal alles looten von denen. Und wofür der ist. Geil. Nice. Zeugs. Es ist leer. Wir gucken trotzdem mal überall rein. Da ist noch ein Eimer da oben. So. Und da hinten sind wieder Gegner. Wir können hier ins Haus. Da können wir rein. Also wir werden uns hier einfach mal sukzessive vorarbeiten, liebe Freunde, und durchlooten. Schlage ich einfach mal vor. Und ja, das machen wir einfach mal in der nächsten Folge. So. In der nächsten Folge, dann geht's quasi weiter mit ein kleines bisschen Looty-Looten. Und mal gucken, was uns hier so erwartet. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns. Macht es gut. Adios, amigos. Und ciao, ciao.